Wir bauen eine Märklin von Null auf und schauen uns alles an, was ihr braucht, um von einem kleinen Starter-Set zu einer wunderschönen großen Traumanlage zu kommen. Hier fährt übrigens gerade unsere Startpackung mit dem Baustellenzug, die ihr hinten sehen könnt, mit normalerweise 3 Waggons sogar und noch ein bisschen Baustellenzubehör. Und daneben steht hier noch eine kleine Dampflok. Diese hier aus der Güterzug-Epoche 3-Packung, die ihr hinter mir sehen könnt. Und die beiden könnte ich jetzt theoretisch sogar mit diesem Infrarot-Steuergerät hier, mit dem Power-Control-Stick, steuern. Ich müsste die eine jetzt mal anhalten hier. So, Baustellenzug hält an. Und jetzt müssen wir umschalten auf die andere Lok. Das kann man hier unten an der Seite umschalten. Und dann kann ich mit der Lokomotive rückwärts, andere Richtung, anderes rückwärts, rausfahren und könnte die jetzt hier über diese Weiche steuern. Nur ein bisschen Schmackes, ein bisschen schneller. So, dann könnte die hier auch nochmal ihre Runden drehen. Hat auch ein Licht vorne, so ein Dreilichtspitzensignal, das man hier sehr schön sehen kann, wenn sie jetzt gleich um die Ecke flitzt. Ne? Also wunderschöne kleine Dampflok. Das Ganze aus einer Startpackung. Und in der Startpackung ist auch immer schon ganz viel dabei, dass ihr euch eine schöne große Anlage bauen könnt mit vielen, vielen Gleisen. Und hier seht ihr jetzt einfach mal so ein Oval aus einer Startpackung. Und ich habe aber vor mir noch mal ein paar Gleise mitgebracht, die man zum Beispiel noch in Ergänzungspackungen immer sehr häufig findet. Also das hier zum Beispiel wäre ein ganz klassisches rundes Gleis, eine runde Schiene hier mit einem Radius 1. Ich habe mal daneben gelegt noch ein paralleles Gleis, wenn man also zweispurig zum Beispiel fahren wollen würde oder zweigleisig, dann könnte man einfach eine etwas längere runde Schiene kaufen und hätte dann schon einen Parallelgleis. Dann gibt es diese Weichen, die ihr hier sehen könnt an der unteren Seite, die gibt es einmal als gerade Weiche, die gibt es aber auch als Bogenweichen. Das heißt, wenn man auf der Anlage ein bisschen mehr Platz sparen möchte, dann kann man auch schon hier in der Kurve in eine Weiche gehen und kommt dann wieder schneller raus. Oder man kann natürlich auch dann noch größer bauen, kann noch in die nächste Kurve gehen. Das wäre jetzt zum Beispiel hier ein weiterer Radius. Hinten steht es immer drauf, das ist ein Radius 4 Gleis. Und hier haben wir sogar noch ein Radius 5 Gleis. Also wer dann wirklich sehr, sehr viel Platz hat für eine ganz große Anlage, die durch die ganze Wohnung fahren darf auf dem Teppich oder eine riesengroße Anlage auf dem Dachboden oder im Keller bauen möchte, der ist natürlich hier auch bestens versorgt. Und hier habe ich mal nochmal zwei gerade Gleise mitgebracht. Das eine ist ein bisschen länger, das andere ein bisschen kürzer. Und diese beiden Gleise ergeben zum Beispiel in Summe, wenn man sie hintereinander steckt, genau die Länge, die man normalerweise hat, wenn man an einer Weiche hier unten ist, ne, und gleichzeitig diesen Ausgleich hier vorne hat. Dann ist das hier so die Länge. Ich zeige das mal, indem ich das einen Ticken nach vorne schiebe hier. Dann sieht man das. Ich packe mal kurz die beiden Lokomotiven an die Seite. Ja, dann würde man zum Beispiel aus so einer Weiche, würde man hier gerade rauskommen. Und wenn wir das jetzt mal zusammenstecken, dann sieht man, dass diese beiden Gleise hier, ich schiebe es ein bisschen zur Seite, mache das auch mal kurz weg, damit wir das besser sehen können, na, dann sieht man, dass diese drei Gleise sind jetzt genau gleich, so, du bleibst mal kurz ruhig, so, die sind jetzt also genau gleich lang. Das heißt, wir haben hier ein langes Gleis, das ist so lange wie eine Weiche. Das hier, das ist so ein Weichenausgleichsstück, das wir hier haben. Das kommt hier an die Seite, dann sind diese beiden Gleise wieder parallel. Ja, dann sieht man, die sind wieder genau parallel an der Seite. Und jetzt, wenn ich wieder möchte, dass ein zweites Gleis wieder so parallel ist, dann kann ich ein langes Schienenstück nehmen und noch ein kurzes Schienenstück an die Seite. Die sind auch so in jeder Startpackung mit dabei. Und dann hat man zum Beispiel jetzt hier so einen dreispurigen Bahnhof, wenn man sich den so bauen möchte. Ne? Das könnte man machen. Ja, wo sind diese Gleise überall enthalten? In den Ergänzungspackungen. Und die zeige ich euch mal ganz kurz. Ich habe zum Beispiel mal hier so eine kleine Ergänzungspackung mitgebracht. Das ist zum Beispiel eine Packung, die könnte man jetzt mit diesem Baustellenzug wunderschön verbinden. Da ist zum Beispiel genau das drin, was ich gerade gezeigt habe. Nämlich einmal eine kurze Schiene. Das ist dieses 172er Gleis, so heißt das. Das ist 17,2 cm, wollte ich sagen, 17,2 cm lang. Und dann haben wir hier noch so ein Ausgleichsstück. Das wäre dann eben die Verlängerung für diese Schiene. Und dann haben wir hier noch eine Weiche mit dabei und ein Prellbock ist hier auch noch mit dabei. Habe ich eigentlich schon ausgepackt, ist nämlich genau das, was ihr hier seht, nämlich der Prellbock hier an der Seite mit dem kurzen Gleis und dann noch die Weiche mit dem Ausgleichsstück hier an der Seite. Also das wäre zum Beispiel jetzt diese Packung, die ihr hier sehen könnt, die wäre mit dabei. Und wie gesagt, von dem kurzen sind sogar zwei.
Also das ist in etwa dieses Baustellenstück, was ihr hier habt. Oder eine andere Gleisergänzungspackung, wenn ihr die mal anschauen wollt, haben wir hier mitgebracht. Das ist dann zum Beispiel perfekt für einen Bahnhof, wenn ihr euch eine Bahnhofsstrecke bauen wollt. Und das machen wir jetzt einfach mal gemeinsam, packen wir das hier aus. Also hier haben wir ein Gleisergänzungspackungsset mit zwei Weichen. Eine Weiche nach links gehend, eine Weiche nach rechts gehend. Dann haben wir nochmal zwei solche Weichenausgleichsstücke. Und wir haben fünfmal ein kurzes Gleis und dreimal das lange Gleis. Damit können wir also richtig groß jetzt schon mal bauen. Kann ich euch sehr empfehlen, dieses Ergänzungsset euch zu holen. So, noch ganz neu, noch die Packung noch ganz schwer aufzukriegen. So, jetzt hat. Und dann ist da eine ganze Menge drin. Oh, da ist sogar richtig viel drin. Schauen wir kurz rein. Und dann haben wir zum Beispiel hier auch schon mal das erste, nämlich ein Planungsbuch oder ein Heftchen für ganz viele tolle Anlageninspirationen. Ich lege das mal hier vorne auf die Deckenkamera, damit ihr es von oben sehen könnt. Dann kann man hier zum Beispiel schauen, schon ein bisschen blättern, wie das hier funktioniert mit der Gleisgeometrie. Also da wird das genau erklärt, was man zum Beispiel braucht, wenn man dann einen Parallelkreis bauen will. Oder wie das aussieht, wenn man von einer Schiene in die nächste kommen will. Oder wenn man richtig große Bahnhofsstrecken hier bauen möchte. Oder wie man sich zum Beispiel dann so eine Bahnhofsstrecke hier baut an der Seite. Also hier gibt es eine ganze Menge Inspiration in diesem Heftchen mit dieser Gleisergänzungspackung. Aber es gibt natürlich auch die Erklärung dazu und hinten nochmal Inspiration für wunderschöne Anlagen mit dabei. Gibt es auch ein Buch auf der Märklin-Seite, das ihr euch zu dem Thema holen könnt. Und hier sieht man dann auch, welche Gleisergänzungspackung, also eine Startpackung, mit welchen Ergänzungspackungen zusammen welche Anlagen möglich machen würden. Denn, wie gesagt, es gibt von diesen Ergänzungspackungen eine ganze Menge. So, jetzt packen wir die einfach mal aus und dann bauen wir hier mal einen kleinen Bahnhof an der Seite, damit ihr das nochmal schön sehen könnt, wie das geht. Die beiden Lokomotiven schicken wir mal kurz nach hinten ins Depot. So, da sind sie gut aufgehoben und dann können wir hier mal ein bisschen weiterbauen. Ich räume hier mal ein bisschen auf, damit wir ein bisschen Platz haben. So, auch der darf mal kurz wieder ins Depot bzw. in die Werkstatt. Und dann geht es hier los mit der ersten Weiche. Also hier haben wir jetzt eine Rechtsweiche an der Seite. Diese Weichen könnt ihr euch maximal ausbauen. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel, so kommen die aus der Startpackung. So sehen die aus und hier könnt ihr die einfach umschalten an der Seite. Na, mit der Hand, mit diesem Handschalter. Ihr könnt aber auch hier hinten einen Motor reinmachen, einen kleinen Antrieb. Das sieht dann so aus, wie ich hier schon mal in dieser Weiche vorbereitet habe. Da kommt dann so ein kleiner Antrieb hinein und den kann man dann hier mit einem kleinen Kabel verbinden. Das zeige ich euch auch später mal in einer dieser Videos. Und dann könnt ihr sogar mit eurem Kontrollgerät, also mit einer Mobile Station oder mit einer Central Station, könnt ihr dann diese Weiche schalten. Oder auch mit so einer ganz normalen Startpackung, mit so einem Infrarotstick, gibt es dann auch zum Beispiel ein Stellpult, wo ihr dann wirklich auf Knöpfchen drücken könnt und dann werden eure Weichen hin und her geschaltet. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Ich habe so ein Stellpult mitgebracht an der Seite. Schauen wir ganz kurz, das müsste hier, da. Hier haben wir eins. Genau, so sieht das aus. Da haben wir dann wieder dieses Anschlussgleis an der Seite. Das ist aus den Startpackungen mit der Infrarotpackung mit dabei. Und an dieses Pult könnt ihr dann zum Beispiel hinten dran sowas anschließen. Na, so ein Stellpult hier an der Seite. Und dann könnte man eben sagen, Weiche in die eine oder in die andere Richtung. Und dann kann man so einen Stecker hinten dran machen und dann geht das direkt dann auf diesen Weichenantrieb, den ich hier nochmal an der Seite hatte. Zeige ich euch in einem anderen Video, nur mal kurz ein kleiner Vorgriff drauf, damit ihr wisst, sowas gibt es auf alle Fälle schon. Damit könnt ihr gut arbeiten und oder gut spiegeln, sagen wir es lieber so, ist ja keine Arbeit. Und dann kann man sich hier auch seinen Weichenstrang elektrisch schalten. So, Weiche Nummer 1, Weiche Nummer 2. Und jetzt schaut mal her, das ist jetzt zum Beispiel, können wir schon auf die Art und Weise legen. Ich zeige das mal von oben, dann kann man das am schönsten sehen. So, hier könnte man die Weichen zum Beispiel jetzt so nehmen und könnte sagen, man kommt hier rein und quasi da wieder raus. Dann bräuchten wir jetzt zum Beispiel einfach so ein Weichenausgleichsstück. Und dann nehmen wir noch ein zweites. Und dann könnte man jetzt zum Beispiel schon sich so ein Abstellgleis bauen oder einen Bahnhof. Der wäre jetzt nicht besonders lang, sehr, sehr kurz, würde aber funktionieren. Was brauchen wir jetzt? Jetzt brauchen wir ein kurzes Gleis. Kommt hier an die Seite rein. Und dann brauchen wir wieder ein kurzes Gleis, um euch das zu zeigen. Das hier zum Beispiel würde nicht passen.
Das wäre ein langes Gleis. Das kann man natürlich das ein bisschen biegen. Hier ein bisschen verzeiht das C-Gleis das, aber es würde nicht besonders gut funktionieren. Also nehmen wir nicht das lange Gleis, sondern wir nehmen nochmal ein kurzes Gleis von diesen, die Beschriftung hinten, das heißt 172. Das hier ist so ein 188er Gleis. Also 172 würde funktionieren. So, jetzt können wir ein bisschen tricksen und können das nochmal aufmachen und können sagen, ja, dann nehmen wir doch die langen Gleise genauso, weil wenn wir jetzt hier ein Rundoval bauen, ich zeige es nochmal von oben, dann müssen wir ja auf der anderen Seite wieder rauskommen. Also brauchen wir ein langes Gleis, wir brauchen noch ein langes Gleis und damit wir wieder parallel enden, brauchen wir nochmal ein kurzes Gleis und nochmal ein kurzes Gleis. Und jetzt hätten wir auf diese Art und Weise die Möglichkeit, dass wir hier zum Beispiel dieses Oval verwenden. Das heißt, wir könnten jetzt hier eine runde Schiene nehmen und könnten die da dran machen. Und dann könnten wir quasi auf der anderen Seite, ich mache das hier mal kurz auf, so, könnten wir auch eine Rundung nehmen, ein rundes Gleis. Und dann könnten wir das Ganze hier dran machen, oh, damit unser Oval schon ein bisschen größer, wie ihr sehen könnt. Und ich lege das mal kurz zur Seite, dann haben wir mehr Platz. Und dann kommen wir schon so auf, ja, 1,80 Meter, 2 Meter Länge, kriegen wir schon hin, also locker. So, jetzt haben wir das in der Länge hier hinten, dann können wir das jetzt auch rausmachen. Und schaut mal, dieses Anschlussgleis hier für die Startpackungen mit dem Infrarot, das ist genauso lang oder genauso, ja, genauso groß wie ein langes Gleis. Das heißt, wenn ich jetzt hier dieses lange Gleis nehmen würde, mache ich es einfach raus, dann könnte ich eben hier auch stattdessen ein Anschlussgleis dran machen. Und wenn ihr es nochmal von oben euch anschaut, ich habe so ein Anschlussgleis bereits dran gemacht, hier oben, dann wäre das hier, dann nehme ich diese Schiene jetzt einfach raus und jetzt könnte ich genau das hier dazwischen machen und dann hätte ich quasi mein großes, langes Oval mit meinem Bahnhof schon fertig. Aber ich habe immer noch Gleise übrig, denn das wäre ein bisschen kurz als Bahnhof an der Seite. Das wäre ein bisschen schade. Also nehmen wir einfach noch ein paar Gleise mit rein. Und was nehmen wir rein? Jetzt können wir uns aussuchen. Kurzes, langes, langes, kurzes. Wie viel haben wir noch übrig? Das ist ein kurzes, das ist ein langes, das ist noch ein langes. Ja, was haben wir noch? Da hätten wir noch eins. Das ist auch ein kurzes. Und jetzt könnten wir das theoretisch hier einfach breiter ziehen und könnten sagen, wir machen da jetzt nochmal ein schönes kurzes rein. Na, hier kommt noch ein kurzes rein. Wir könnten aber auch was anderes machen. Wir könnten nämlich zum Beispiel sagen, Moment mal, dieses Gleis, diese Weiche hier, die hat ja hier auch so einen Bogen an der Seite. Und was hat denn dieser Bogen für einen Radius? Das ist genau der gleiche Radius wie von so einem weichen Ausgleichsstück. Das heißt, wir können jetzt Weiche an Weiche an Weiche an Weiche machen und können auf diese Art und Weise zum Beispiel unseren Bahnhof noch länger machen. Wir könnten zum Beispiel sagen, cool, dann gehen wir doch so rein, würde aber bedeuten, wir brauchen ja jetzt wieder so ein weichen Ausgleichsstück an die vordere Seite, an die letzte Seite, sieht man von oben ganz gut. Machen wir hier hin. Und jetzt müsste natürlich hier kein langes Gleis rein, sondern ein kurzes. Und damit hat sich das jetzt schon ein bisschen erübrigt, die Frage, was machen wir da für ein Gleis rein? Weil da müssen wir jetzt auch ein kurzes reinmachen. Ja, und theoretisch könnte ich jetzt hier wieder eine Weiche reinmachen. Und dann hätte ich zum Beispiel nicht nur einen dreigleisigen Bahnhof, sondern vielleicht sogar einen vier-, fünf-, sechsgleisigen Bahnhof. Also da könnte ich mich jetzt richtig austoben. Und jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, naja, dann gehen wir noch einen Ticken weiter hinter mit dem Gleis. Und noch weiter, und noch habe ich Platz auf der Anlage hier. Noch ist Platz am Tisch. Packen wir das mal in die Mitte. In der Mitte ist immer am meisten Platz. So, und jetzt kann ich meine langen Gleise nehmen. Eins und zwei. Habe ich noch ein langes? Irgendwo habe ich noch eins, oder? Da sind noch welche drin. Da sind noch zwei drin. Oh, kurze sind noch vorhanden. Kurze haben wir jetzt mehr ausgepackt. So, das wäre noch ein langes gewesen. Und jetzt können wir das hier so zusammenfügen. So, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich so viele lange Gleise hatte, weil ich brauche jetzt hier nochmal ein langes und ein kurzes. Hier habe ich noch ein kurzes, jetzt bräuchte ich noch ein langes. Na, was haben wir hier? Hier haben wir drei kurze, wird ein bisschen kurz. Hm, dann machen wir vielleicht doch erstmal die langen raus, bis wir das von der Geometrie richtig hinkriegen, denn wir wollen ja, dass der Kreis sich oben auch wieder schließt. Also fangen wir mal so an. Was am sichersten ist, nämlich erstmal in der Geometrie arbeiten. Was muss sich schließen und dann können wir verlängern. Also wir brauchen ein langes,
und ein, warte mal, schließen wir es erstmal hier an. So, brauchen ein langes. Ja genau, das haben wir hier schon dran. Also dann machen wir das lange hier vorne hin. So, und jetzt würde das schon funktionieren. Und jetzt können wir verlängern. Jetzt braucht man nur 1, 2, 3 Schienen. Und da können wir jetzt 3 kurze nehmen. 3 kurze, genau. Dann gehen wir hier rein mit einer kurzen noch. Und dann gehen wir hier rein mit einer kurzen Schiene noch. Und dann gehen wir hier noch rein mit einer kurzen Schiene. So. Und jetzt können wir das Ganze hier zumachen. An der Seite. Und da auch noch. Ihr seht, das kann man ganz gut so ein bisschen biegen. Na, dann kommt man da auch gut hin. Und dann ist das Ganze schick aufgebaut. So, jetzt haben wir noch eine ganze Menge Gleise übrig. Da können wir zum Beispiel jetzt hergehen und könnten sagen, was machen wir hier? Hier legen wir eine lange Schiene rein. Und dann haben wir theoretisch hier nochmal eine lange Schiene. Und dann könnten wir hier den Prellbock hinlegen. Oder ihr könntet sagen, na, wir machen das noch viel cooler. Wir tauschen mal die beiden Gleise hier und machen das erstmal lang. Und gehen dann hier wieder mit der runden Schiene rein. Dann sind wir wieder parallel hier an der Seite. Aber ihr seht, viel, viel länger. Ja, kann man von oben nochmal sehr schön sehen. Also jetzt sind wir viel, viel länger. Das heißt, wir hätten hier Platz zum Beispiel für ein richtig schönes Bahnhofsgebäude. Da könnten wir jetzt ein richtig schönes Betriebsgebäude hinsetzen. Wir könnten das aber auch noch länger machen und könnten sagen, was nehmen wir da? Jetzt nehmen wir das mal ganz kurz hier, das Gleis, das auch ein langes ist. Jetzt haben wir hier schon Platz für ein richtig großes Gebäude. Also da könnten wir jetzt einen richtig schönen Bahnhofsstrang hinstellen und hätten immer noch Platz in unserer Anlage zum Spielen. Ja, wir könnten also jetzt, ich zeige es nochmal von oben, könnten wir richtig schön was bauen. Wir könnten das hier im Tunnel verschwinden lassen. Dann hätten wir vielleicht hier, können wir vielleicht auch ein bisschen nach oben bauen. Das heißt, es könnte ein bisschen nach oben gehen, wie so eine kleine Abfahrtsrampe hier. Oder wir gehen nochmal ein bisschen weiter raus. Wir können aber sagen, nein, wir brauchen drin ein bisschen mehr Platz. Dann machen wir das hier nochmal auseinander, die Gleise. Und bauen das Ganze nach außen. Ich räume ein bisschen auf, weil jetzt brauche ich ein bisschen Platz, damit es nicht zu verwirrend wird, weil sonst liegen hier zu viele Schienen rum. So, leg das mal kurz hier rüber. Ich könnte nämlich genauso gut auch sagen, wir gehen mit dem Gleis nicht nach innen, sondern wir gehen mit dem Gleis nach außen. So, drehen wir es einfach mal um. Schwubbeldiwupp. Und jetzt haben wir natürlich so einen Schienenstrang. Jetzt haben wir innen drin auf der Anlage viel mehr Platz für eine Landschaft und für Häuser und alles Mögliche. Allerdings haben wir einen kleinen Nachteil. Wir haben nämlich jetzt eine S-Kurve. Das heißt, der Zug, der kommt hier von der Seite eigentlich nach rechts fahrend, fährt aber gleich wieder nach links. Ist jetzt nicht schlimm, entgleist nicht, fährt er wunderbar, sieht vielleicht aber nicht so schön aus. Und jetzt könnte man eben auch hergehen und könnte zum Beispiel diese beiden Gleise auch tauschen und könnte sagen, dann machen wir es einfach genau andersrum. Dann setzen wir halt hier, statt dieser Rundung hier an der Seite, setzen wir hier jetzt eine Weiche an. Ne? Und auf der anderen Seite genauso, da nehmen wir die einfach raus und setzen hier eine Weiche an. So, jetzt haben wir nur eine Herausforderung, nämlich dass unser Kreis nicht mehr synchron ist. Jetzt funktioniert es nicht mehr, denn die beiden Gleise, die hier oben liegen, die da, die sind jetzt falsch. Und jetzt müssen wir einfach so ein weichen Ausgleichsstück nehmen, das wir hier hätten und machen das einfach rein an der Seite, weil dann stimmt auch wieder unsere Geometrie und dann haben wir hier wieder auch einen richtigen Kreis. Stimmt nicht ganz, eins weiter brauchen wir noch, na, dann wird es gehen. Und so könnt ihr auf diese Art und Weise, könnt ihr euch halt eure Anlage, euren Schienen, Gleisplan richtig schön zusammenbauen, damit das hier toll aussehen wird. Da jetzt seht ihr, hier geht es ein bisschen weiter rein wieder. Also so könnte man sich das bauen. So, wenn ihr aber noch mehr Gleise haben wollt, auf noch weniger Platz, dann gibt es noch einen weiteren Trick. Und ich bringe euch jetzt mal die kleinste Möglichkeit mit, schon zweigleisig zu fahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich lege mal die Schienen hier kurz an die Seite und die Gleise und Weichen und alles Mögliche. So, ihr seht, das ist relativ robust alles hier. Das kann man einfach auch mal zusammenlegen an die Seite und wegräumen, wenn ihr zum Beispiel auf dem Teppichboden spielt oder ja, durch die ganze Wohnung die Anlage euch bauen wollt, dann ist das überhaupt kein Problem. Also das C-Gleis, da kann man theoretisch auch mal draufsteigen. Also das hält wirklich viel aus. Ich sag mal, vielleicht jetzt nicht ungefähr mit der 200 Kilo Mann, aber sag mal so Kinderfüße, die haben da keinen Stress. Oder wenn mein Hund drüber läuft, das hält das auch aus. Überhaupt kein Drama. So, und jetzt, wie heißt es in der Kochsendung? Ich habe da mal was vorbereitet.
kommt gleich aus dem Ofen. So, habe ich mal was mitgebracht. Das habe ich schon mal ausgelegt. So, und zwar ein Kreis, ein Parallelkreis. Schaut mal her. Ha? So kann man das nämlich auch machen. Und was ihr hier seht, ist ein ganz lustiges Layout. Das ist zum Beispiel, ich sag mal, das ist mein Weihnachtsbaum-Layout, was wir hier so haben. Ne? Also die Weihnachtsbaumanlage. Da steht in der Mitte der Baum und dann können da theoretisch zwei Züge im Kreis drum herum fahren. Das heißt, wir können die Weichen so stellen, dass der Zug bleibt immer auf der Außenseite, ne? Und der andere Zug, der bleibt auf der Innenseite. Und jetzt könnte man theoretisch aber auch mal die Weichen schalten und könnte sagen, wenn der eine Zug hier ist, dann darf der mal auf die Innenseite fahren. Und von der Innenseite kommt er dann irgendwann wieder auf die Außenseite. Muss man von den Weichen ein bisschen anders bauen. Aber dann kann man hier schön die Züge hin und her wechseln. Ne? Also das könnte man zum Beispiel mit diesem Kreis hier bauen. Was habe ich hier verbaut? Das zeige ich euch mal ganz kurz, indem ich es nochmal aufmache. Hier seht ihr zum Beispiel ganz viele Radius-2-Gleise an der Seite, die wir jetzt hier verbaut haben. Na? Und dann habe ich in der Mitte einfach nur einen Kreis gebaut. Ich baue es mal schnell nach, damit ihr sehen könnt, was wir hier eigentlich jetzt gebastelt haben. Hier haben wir nämlich diese Bogenweichen genommen. Ja? Diese Bogenweichen, die ihr hier sehen könnt, die habe ich da als Ausgangsstück quasi genommen. Und ich habe einfach hier zwei Bogenweichen hintereinander gepackt, so an die Seite, sodass man quasi von der äußeren Seite in die innere fahren kann und von der Seite kann man auch wieder nach innen fahren und dann habe ich hier diesen Kreis einfach weitergebaut. Seht ihr hier in diesem kleinen Heftchen, wenn ihr ein bisschen blättert, seht ihr genau dieses Prinzip. Das ist nämlich ziemlich genau das hier an der Seite. Ich drehe das mal für euch um, dass ihr das so rum sehen könnt. Dann sieht man hier, geht es von so einem Rundbogen nochmal mit einem Übergangsgleis in so einen rein. Beziehungsweise habe ich sie hier halt direkt ineinander gesteckt. Aber man hätte jetzt zum Beispiel auch diesen Rundbogen nehmen können und hätte dann das so machen können. Ne? Also geht auch. Oder hier seht ihr das zum Beispiel. Hier ist es auch nochmal erklärt. Hier an dieser Stelle haben wir es nochmal wirklich diesen Parallelkreis, wie man das hier zusammenstecken kann. Na, das wäre zum Beispiel so die Möglichkeit. Also das wäre jetzt eine Bogenweiche. Dann haben wir hier eine weitere Bogenweiche und jetzt brauchen wir einfach so ein kleines Radius 1 Stück. Das kommt hier an die Seite rein und dann brauchen wir noch ein zweites Radius 1 Stück. Das haben wir auch hier an der Seite und jetzt müsste es eigentlich wieder parallel zu Ende gehen. Ganz genau, hat funktioniert. So, und auf der anderen Seite machen wir das auch. Hier sehen wir jetzt so ein grünes Gleis an der Seite. Das ist eine Radius 2. Ein Radius 2 Gleis. Mal schauen, ob ich noch eins habe. Hier 1, 1, 1, 1. Die stehen immer hinten drauf, die Nummern. Das kann man sehr schön erkennen. Jetzt schauen wir mal. Ich glaube, das ist auch ein 1er. Wenn man es einmal braucht, dann findet man es nicht, gell? So, dann klicken wir sie. Ah, da ist 1. So, das sieht man. Das ist ein bisschen länger an der Seite. Da steht hinten auch drauf Radius 2. Ich hoffe, ihr könnt das hier sehen an der Seite. Hier steht Radius 2 drauf. Das wäre also jetzt dieses Gleis, was uns hier an der Seite in grün bemalt wurde. Ich zeige es nochmal von oben. Dann sieht man das hier. Und das würden wir jetzt hier an der Stelle brauchen. So, und jetzt haben wir schon so einen viertelten Kreis hier. Und der ist auch schon sehr schön parallel. Und damit können wir uns jetzt so einen ganz, ganz tollen Kreis bauen. So, jetzt müssen wir das Gleiche einfach nur nochmal basteln. Was brauchen wir? Wir brauchen wieder eine Bogenweiche. In diesem Fall brauchen wir diese hier. Die legen wir schon mal daneben. Von dieser Bogenweiche geht es auch gleich in diesen Bereich hinein. Nein, in den hier hinein. So rum. Und dann brauchen wir nochmal so ein 230er Stück, also den Radius 2. Und dann haben wir jetzt hier so unseren Halbkreis schon gleich fertig, indem wir wieder ein kleines, kurzes, runden Stück brauchen. Und nochmal ein kleines, kurzes, runden Stück. Und ein letztes. Und jetzt sind wir hier zum Beispiel auch in so einem Halbkreis gelandet. So, und jetzt können wir das Ganze ein bisschen drehen und an die Seite legen. Dann seht ihr schon mal, wie groß eure oder wie klein eure Anlage sein kann. Das wäre jetzt ein schöner kleiner Radius. Und jetzt haben wir hier, ich lege das mal kurz zur Seite, haben wir wieder die Möglichkeit, dass wir einfach ganz viele einfache, kurze Schienen und die Radius 1 Gleise hier reinlegen
Und wenn jetzt alles gut geht, müsste das auch funktionieren. Ich probiere es einfach mal aus, weil das ist das Schöne an diesem C-Gleis. Man kann einfach rumspielen, rumprobieren. Und ehrlich gesagt, das ist das, was am meisten Spaß macht mit der Anlage. Einfach ein bisschen spielen, rumprobieren und einfach mal schauen, funktioniert es? Kann man sich da so totplanen und was auch immer? Und guck mal einer an. Es hat funktioniert. So, auch so würde das gehen. Und jetzt kann ich wieder hierher gehen und kann sagen, das ist mein zweiter Radius, mein äußerer Kreisradius. Dann stecke ich den hier an. Ne, das hat nicht gestimmt. So, nochmal. Da war noch ein einfacher drin. Jetzt stimmt's. So. Und jetzt kommen wir hier nochmal einmal in die Rundung hinein. So. 3, 3, 3. Stimmt, alles wunderbar. Müsste ein schöner Kreis werden. So, und jetzt haben wir wieder unsere runde, schöne kleine Anlage, wo die Züge hin und her fahren können. Ja, und das können wir natürlich jetzt auch wieder schön ausgleichen und verlängern. Wenn ihr zum Beispiel so eine Startup-Anlage habt mit dem Infrarotgleis, das hier zu sehen ist, ich habe es mal kurz hier an die Seite gepackt hier, das ist es aus der ganz einfachen Startpackung hier mit dem Infrarotstick, also für den schnellen Einstieg in die Modellbahn, dann könnt ihr dieses Gleis jetzt zum Beispiel nehmen und könnt es hier an der Seite schon reinstecken. Hier an der Seite hier. Dann verlängern wir das einfach ein bisschen. Oder wenn ihr sagt, na, die Platte ist ein bisschen breiter, aber nicht so tief, dann können wir das auch so drehen, dass wir sagen, wir schieben es erstmal an dieser Stelle hier hinein. Wo wir es aufmachen, ist letztendlich egal. Also wir können das an allen vier Seiten öffnen. Ich mache das jetzt mal hier auf, an der Seite vor mir. Da komme ich jetzt besser hin. Und da vorne auch nochmal. So, und jetzt brauche ich nach Adam Riese und Eva Zwerg. Wie viele lange Schienen? Ganz genau drei, weil eine habe ich ja schon hier. Und die hatte ich da hinten auch schon hingelegt. Da waren schon die langen, kurzen, kurzen, langen. Ich wühle hier einfach mal rum. So, das war eine kurz, kurz, kurz. So, über kurz oder lang finde ich dann vielleicht noch mal eine. So, die ist auch kurz. Kurz, die ist lang. Die ist auch kurz. Na, wo sind jetzt mal die ganzen langen Schienen hin? So. Hier ist noch ein langes Gleis. Genau, drei brauche ich, habe ich gesagt. Fehlt uns noch eine. Und da ist sie. So, jetzt können wir das schön verlängern, indem wir das hier reinstecken. Und da reinstecken. So. Und dann haben wir noch ein Gleis hier und eins da. Und ehrlich gesagt, wir haben noch so viel Platz. Da können wir gleich mit den kurzen auch noch weitermachen. Wenn wir uns schon so ein schönes Oval bauen, so ein zweigleisiges, dann geht es hier auch gleich weiter. So, hier nochmal zusammenstecken. Und dann haben wir nochmal hier ein kurzes. Dann machen wir da nochmal ein kurzes rein an dieser Stelle. Und dann brauchen wir hinten noch zwei kurze. Das ziehe ich mir jetzt darüber. Ihr seht, man kann das Gleis relativ schön einfach ziehen, wenn es mal angeschlossen ist. Also das geht nicht gleich wieder auseinander. Das ist der große Vorteil von diesem C-Gleis, weil das eben nicht so schwer ist. Dann, wenn man hier so ein bisschen Zug dran hat, dann kann man das auch ganz gut so in Form bringen. So, ja, jetzt haben wir langsam so eine schöne Bahn hier. Da geht schon was. Da könnte man schon ein bisschen was machen. So, dann könnten wir doch zum Beispiel jetzt hier einen Bahnhof hinbauen oder vorne einen Bahnhof. Dann könnte man damit schön arbeiten. So ein langes, achso, na, mein Anschlussgleis brauche ich, das wollte ich haben. Und jetzt brauche ich ein bisschen Strom. Sekunde. Da ist das Kabel zu kurz. Jetzt ist es lang genug. Und jetzt kann ich hier mein Anschlussgleis nehmen. Und kann mir meine übrigen Gleise wegräumen. So, wo ist meine Lokomotive Nummer 1? Da ist sie. Schön aufgleisen. Und jetzt schauen wir mal, dass die Weichen alle so nach innen sind. Die darf auf dem inneren Kreis fahren. Das machen wir jetzt mal kurz. Und dann fährt die schon ihre Runden. Sehr gut. Und dann haben wir Lokomotive Nummer 2. Die bleibt bitte auf dem äußeren Kreis. Genau so. Und die können wir auch schon mal aufgleisen. So. Da hat die Bahn jetzt ihren Bereich, wo sie fahren darf. Und ihr seht, das ist eine tolle Mehrzugsteuerung. Also man kann jetzt auch mit zwei Lokomotiven in einem Stromnetz fahren. Das ist überhaupt kein Problem. Man muss sie nur richtig einstellen. So. Vorführeffekt. Doch, jetzt fährt sie. So. Und dann fahren auch zwei Lokomotiven hier in einem Strom. Können wir schauen, dass die
auch genügend Strom kriegen, aber noch ein bisschen Styropor auf der Schiene. So, und jetzt fahren wir hier mit der ein bisschen schneller und mit der anderen fahren wir auch noch ein bisschen schneller und dann ist hier richtig was los auf dem Gleis. Ja, so wäre das jetzt einfach mit einer kleinen Märklin-Anlage. So, die tut sich noch ein bisschen schwer, die Schienen ein bisschen sauber machen. Wenn euch sowas übrigens passiert, dann liegt es einfach daran, dass noch ein bisschen Zeug auf der Schiene liegt. Styropor zum Beispiel auspacken ist da sehr beliebt. Dann gibt es da zum Beispiel sowas, das ist ein kleines Gleisreinigungswägelchen hier. Weil die Lokomotive hier, die möchte noch ein bisschen fahren. So, und darf jetzt einfach gleich so einen Gleisreinigungswagen hinter sich herfahren. Komm, nimm sie mit beim nächsten Mal, wenn du wiederkommst. So, und jetzt fahren die beiden hier spazieren, ne, und drehen hier ihre Runden. Jetzt können wir in die Planung gehen, was als nächstes auf unsere Anlage kommt. Bauen wir vielleicht nach oben? Bleiben wir unten auf einer Ebene? Bauen wir vielleicht noch Signale? Was könnte noch alles dazu kommen? Und wie könnte das Ganze aussehen? So, du bist ein Kandidat für die Gleisreinigung hier. Da ziehen wir das drüber. Jetzt können wir kurz hier auf Stopp drücken, um die Anlage kurz abzuschalten. Hier ist die Stopptaste. Schwupp, kein Strom mehr auf der Bahn. Und dann können wir die nochmal draufsetzen. Und jetzt darf die hier mal mit dem kleinen Gleisreinigungszug rumfahren. Also wie gesagt, wenn man die manchmal ganz neu auspackt, dann sind noch so kleine Styropor-Dinger drauf und dann geht's hier los. So, jetzt dreht sie ihre Runden. Ich würde sagen, wir sind bereit für das nächste YouTube-Video in der nächsten Woche oder in den nächsten Wochen, wann immer ihr angucken wollt. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, wie das Ganze funktioniert, wenn wir diese Weichen auch wirklich schalten wollen. Und zwar nicht von Hand, so mit diesem kleinen Kippschalter, sondern mit Stellpulten oder mit einer Mobile Station, wie man das Ganze auch noch dann automatisieren kann und so weiter und so fort. Das dann in den nächsten Videos. Viel Spaß beim Zugucken.